Die Schalterhalle der Volksbank Pirna wird zum TV-Studio. Der Moderator probt Minuten vor der Sendung noch einmal die Begrüßung und bei den Protagonisten wird das Mikro angelegt. Gleich beginnt die Live-Sendung. Keine Seifenoper, vielmehr ein dreistündiges Programm mit ernstem Hintergrund. Die alljährliche Vertreterversammlung der Volksbank findet live im Internet statt. Corona verändert auch im Bankgeschäft die Gewohnheiten. Die Alternative wäre gewesen, uns zu treffen. Das haben wir eigentlich ausgeschlossen, wie man jetzt weiß, richtigerweise. Die zweite Variante wäre gewesen, es dies so ausfallen zu lassen. Auch das wäre gesetzlich zulässig gewesen. Aber dann hätten wir ja die Rechte der Mitglieder mitbestimmen, mitentscheiden zu können, doch sehr stark eingeschränkt. Und man weiß auch nicht, wann wir hätten uns treffen können. Drei Kameras waren auf den Vorstand und den Aufsichtsratsvorsitzenden der Volksbank Pirna gerichtet. Der Ablauf der Vertreterversammlung folgte einer klaren Tagesordnung. Beschlüsse wurden gefasst, Wahlen fanden statt und es wurde Rechenschaft abgelegt. Das Geschäftsjahr 2019 stand im Fokus und es war einmal mehr ein gutes für die Genossenschaftsbank aus der Sächsischen Schweiz. Ja, es macht insbesondere zu einem guten Geschäftsjahr, dass es uns immer wieder gelingt, auch das Kundenkreditgeschäft voranzutreiben, da auch die notwendigen Zugewinne zu erreichen, die Marktanteile auch zu gewinnen. Das schaffen wir seit vielen, vielen Jahren. Und das macht uns auch stolz, dass die Kunden, die Firmen, die Unternehmen vom kleinen Einzelhändler bis auch zum verarbeitenden Gewerbe uns als Ansprechpartner Nummer eins sehen. Beim Bankgeschäftsvolumen konnte die Volksbank Pirna 2019 eine Schallmauer durchbrechen. Erstmals liegt dieses über 1 Milliarde Euro. Die Volksbank Pirna wächst auch in Krisenzeiten. Dass bei der Online-Vertreterversammlung rechtskräftige Beschlüsse gefasst wurden, ist dem Wahlsystem via Internet zu verdanken. Alle zugelassenen Vertreter konnten per Tastendruck abstimmen. Und sie entschieden stets in großer Mehrheit. So auch beim Thema Dividende für das Geschäftsjahr 2019. Normalerweise Dividende waren in den letzten Jahren immer um 3%, auch im Niedrigzinsumfeld 3%. Ich denke, keine ganz schlechte Anlage, wenn man davon ausgeht, ist es risikofrei. Dieses Jahr ist es die Hälfte geworden, aber es ist ja darauf verwiesen worden, die Aufsicht war eigentlich da, oder ist der Auffassung, dass Dividendenzahlungen in Pandemiezeiten grundsätzlich nicht stattfinden sollen. Die Aufsicht hat natürlich nur die Großbanken im Blick. Die Tatsache, was wir trotzdem tun, zeigt A, das Selbstbewusstsein, das wir an den Tag legen, B, die Tatsache, dass wir so viel Eigenkapital, so viele Reserven haben, dass wir das auch machen können, ohne die Bank in irgendeine Schieflage zu bringen. Und zeigt natürlich auch, dass wir wissen, was wir unseren Mitgliedern schuldig sind, die sich für uns, mit uns engagieren. Sie sollen auch einen Teil unseres Erfolgs mitgenießen können. Professor Dr. Thomas Gischke wurde wie sein Kollege Henrik Schulz wieder in den Aufsichtsrat der Volksbank Pirna gewählt. Ein anderer schied nun auch ganz offiziell aus der Volksbankgemeinschaft aus. Nach knapp 10 Jahren verließ Ende März Ewald Saathoff den Vorstandsposten. Er tritt den wohlverdienten Ruhestand an und blickt auf eine ganz persönliche, erfolgreiche Bilanz bei der Volksbank Pirna zurück. Die Bank ist super aufgestellt. Wie gesagt, wir haben das Aktivvolumen, also das Kreditvolumen mehr als vervierfacht. Wir sind gewachsen, wir sind jetzt inzwischen bei über 400 Millionen. Saathoffs Nachfolger im Vorstand der Volksbank Pirna ist Jens Köhler. Gemeinsam mit Dr. Hauke Hensel will er die Genossenschaftsbank auch in Krisenzeiten auf Kurs halten. 2020 scheint dies, trotz Corona-Beschränkungen, zu gelingen. Also ich denke, dass wir in 2020 zeigen konnten, dass eigentlich ein wirklich verlässlicher Partner sich gerade in Krisenzeiten zeigt. Wir haben in der ersten Welle der staatlichen Zwangsmaßnahmen es geschafft, leistungsfähig zu bleiben. Wir haben im Gegensatz zu den anderen Banken und zur Sparkasse keine Filiale geschlossen. Wir waren präsent, wir waren ansprechbar. Wir haben eine Vielzahl unserer Kunden mit Tilgungs- und Kreditaussetzungen geholfen. Wir haben Förderdarlehen und Liquiditätshilfen beschlossen, ausgezahlt. Und wir waren da, wo man uns brauchte. Da haben wir uns nicht zurückgezogen, haben keine Geschäftsstelle geschlossen. Wir waren präsent und ich glaube, in solchen Phasen sieht auch der Kunde, was er an seiner Bank, an seinem Partner hat. Reibungslos ging die erste Online-Vertreterversammlung in der gut 160-jährigen Geschichte der Volksbank Pirna über die Bühne. Ein kurzes Fazit? Sicherlich ist es auch für die Vertreter eine Frage des Drangewöhnens, dass man sagt, wenn es jetzt im Trend liegen sollte in Zukunft, dann wird man es vielleicht einfacher haben. Wobei, ich hatte es in der Versammlung ja auch gesagt, unser Wunsch ist, wieder ganz normal in Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Sich sehen, sich berühren zu können, sich mal guten Tag zu sagen, über Dinge zu reden, die man
neben der Tagesordnung ein Problem hat, das ist doch durch Online-Versammlung nicht zu ersetzen. Positiver Nebeneffekt der Online-Versammlung, es wurden Kosten eingespart. Davon profitieren jetzt drei Vereine in der Region. Sie bekommen eine Spende der Volksbank Pirna. 5.000 Euro und damit die größte Summe erhält der Verein Kiez-Sebnitz. Und auch der Heidenauer Singekreis und die Herder Musical Company aus Pirna wurden bedacht. Einmal mehr an diesem Abend entschieden die Mitglieder per Online-Abstimmung über die Vergabe der Gelder.